Heute möchte ich in meiner Android-Anwendung Shared Preferences nutzen, um globale Variablen zu speichern. Über andere Möglichkeiten, mit globalen Variablen unter Android zu arbeiten, wie dem Intent oder der Extended Class Application, habe ich ja gestern schon gesprochen. Wenn ihr das Video sehen wollt, findet ihr bei uns im Channel. Heute geht es um Shared Preferences. Shared Preferences ist eine Möglichkeit, wie sich eine Android-Anwendung Daten speichern kann, die auch dann erhalten bleiben, wenn die Anwendung nicht aktiv ist. Beispielsweise der bekannte Highscore bei Spielen, der soll wieder da sein, wenn man das Programm nochmal startet, dann darf er nicht verloren sein. Dafür sind Shared Preferences da. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten wie SQL oder separate Dateien, aber hier geht es mir, ich möchte heute Shared Preferences nutzen. Bei Shared Preferences habe ich zwei Sachen, über die ich mir Gedanken machen muss. Ich muss sie zum einen speichern. Und ich muss sie laden, wenn ich sie brauche. Laden, wenn benötigt. Dabei muss ich auf eine Sache achten. Ich brauche einen Default-Wert, der eintritt, wenn sie nicht da sind. Beispielsweise, wenn ich das Programm zum allerersten Mal starte, hätte ich überhaupt noch keinen Highscore. Also muss ich trotzdem irgendwas mit irgendwas arbeiten, sonst fliegt mir das Ganze um die Ohren. Ich nenne es mal Default-Wert beachten. So, soweit die Theorie zu den Shared Preferences. Schauen wir uns das in der Praxis an. Ich habe mir meine Android-Anwendung schon mal im Studio geöffnet. Diese Android-Anwendung besteht aus einigen Activities, allen voran meinem kleinen Hauptmenü hier, wo ich verschiedene Aktivitäten machen kann, und einer Settings-Geschichte. Jetzt habe ich gesagt, als allererstes müsste ich dort, wo ich es brauche, müsste ich die Shared Preferences laden, um sie verwenden zu können. Ich weiß, wo ich sie brauche. Ich brauche sie nämlich bei der Datenerfassung, das heißt in den Menüs Abgang, Zugang, Inventur. Das Ganze wird gesteuert in der Activity-Erfassung. Das heißt, dort, wo sobald die Activity-Erfassung aktiviert wird, brauche ich die Werte, die ich mir speichern will. Dazu gehe ich in den Java-Code von der Activity und sage, alles klar, hier, ich habe das schon mal getippt, ich definiere mir hier die Shared Preferences als Preferenzmenge Manager mit get default shared preferences context this. Ich weiß, ich brauche zwei text view. Ich bekomme zwei text view. Das kann man hieran sehen. Activity Erfassung. So. Es geht konkret um diesen text view. Text view Feld 1 hier. Und es geht konkret um diesen text view. Text view Feld 2, die hier angezeigt werden sollen. Die sollen aus diese Werte, die anzeigen sollen aus den shared preferences kommen. Also setze ich mir Variablen auf die beiden TextView-Felder, TextView-Feld 1 und 2. Anschließend hole ich mir den Wert aus den Shared Preferences. Ich weiß, dass es ein String ist. Den String habe ich abgespeichert unter TextF1. In den Shared Preferences ist der Name TextF1 bzw. TextF2 und weise ihn dann quasi dem TextView zu und habe hier noch definiert, was passieren soll, welchen Wert er haben soll, wenn nichts da ist. In diesem Fall soll dann da stehen AddOnText1 oder AddOnText2. So, das ist das Laden der Shared Preferences. Damit ist sichergestellt, es wird das angezeigt, was in den Shared Preferences drin steht. Die andere Sache, das Speichern. Gespeichert werden sollen sie unter Settings. Das heißt, wenn der Benutzer auf Settings geht, kann er sie hier einstellen. Sie sollen natürlich vorher auch angezeigt werden. Also schauen wir uns den Java-Code für Settings an. Der Java-Code für Settings hat erstmal ganz oben das Gleiche. Hier werden wieder die Texte über Shared Preferences erstmal geholt, die aktuellen Texte. Sie werden auf Edit-Text-Felder umgeleitet und angezeigt. Das heißt, hier werden die Variablen entsprechend gesetzt. Hier werden wieder Prefs Get String, Text F1 geht auf den Edit-Text-Feld 1, Edit-Text-Feld 2 und wir gucken uns das nochmal an. Die haben wir natürlich hier, Edit-Text-Feld 1, Edit-Text-Feld 2. Da sind sie gesetzt. So, zurück zu Settings. So, das heißt, hier werden die aktuellen Werte geholt und werden sie angezeigt. Genauso wie auch in der Erfassung. Sie stehen jetzt in der Anzeige. Jetzt kann der Benutzer sie natürlich auch entsprechend eingeben. Er kann sie eingeben. Es gibt keine spezielle Speichertaste, sondern wir machen Folgendes. Wenn die Form, die Activity geschlossen wird, mit Exit oder wie auch immer, dann sollen diese Werte, die hier drin stehen, gespeichert werden. Im Normalfall gehen wir davon aus, werden die Werte angezeigt, die drinnen stehen. Der Benutzer ändert sie gar nicht, drückt schließen, dann bleiben sie erhalten.
Nur wenn er was Neues eingetragen hat, ja, dann werden sie gespeichert. Das haben wir dann hinterlegt beim Schließen Settings. Müssen wir uns jetzt angucken, wo wird die Form geschlossen? Bei Void on Destroy, das ist der Punkt, wo die Form definitiv verschwindet. Da haben wir hier schon wieder geschrieben, er soll die Werte aus Text 1 und Text 2 immer in Shared Präferenzen speichern. Das heißt auch, wenn sie nicht geändert haben, einfach reinspeichern, ist egal, dann sind sie auch auf jeden Fall da. Wir holen wieder Shared Preferences, wir holen wieder Prefs als Default Shared Preferences mit dem Context This. Wir holen den Editor darauf, ePrefs, Edit. Wir nehmen dann, setzen uns Variable auf die beiden EditText-Felder, wo die Werte drin stehen, Feld 1 und Feld 2. Und wir machen einfach Folgendes, wir sagen E war der Editor, putString TextF1, TextF2, wir erinnern uns, das waren die Namen der Shared Preferences, wo jeweils der Inhalt gespeichert wird. EputString unter dem Namen TextF1 wird der Inhalt von diesem Textfeld gespeichert, unter dem Namen TextF2 wird der Inhalt von dem hier gespeichert. Am Schluss wird das Ganze auch zur Sicherheit weggeschrieben mit E-Apply. Damit wird sichergestellt, dass die Werte sofort geschrieben sind und auch erhalten werden. Dann können wir sie von anderer Stelle wieder nutzen. Wir erinnern nochmal, das hier war das Schreiben von den Preferences, das hier war das Lesen der Preferences und dabei wurde auch komplett abgesichert, was passiert, wenn sie nicht da sind, dann wird ein Default-Text genommen. Damit kann ich problemlos diese Werte, die ich hier habe, nämlich zwei Strings, über die Shared Preferences sichern und sie sind auch dann noch erhalten, wenn die Applikation beendet wird und mal wieder gestartet wird.